Idyll für Streichorchester. Diesen sprechenden Titel hat der tschechische Komponist Leoš Janáček 1878 seinem Werk gegeben. Janáčeks Idyll wird vom Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin an diesem Abend aber nicht einfach nur gespielt, sondern mittendrin kräftig aufgeladen, zum Beispiel mit Johann Sebastian Bach. Denn zwischen jeden der insgesamt 7 Sätze aus Janáčeks Orchestersuite hat Steffen Tast, Geiger, Dirigent und Mentor der Orchesterakademie, andere Komponisten platziert. So folgt auf Bach zunächst wieder ein Satz aus Janáčeks Idyll, danach dann ein Tanz von Béla Bartók. Bei diesen eingefügten Solo- und Duo-Werken stehen die jungen Mitglieder der Orchesterakademie im Mittelpunkt. Exzellente Geigerinnen und Bratscher und auch der junge Cellist Uschuk Choi. Er lässt mit Bernd Alois Zimmermann die Avantgarde in den gemütlichen alten Kinosaal einziehen. Die Finger des Cellisten, die Hände der Geiger und Bratscher, immer mal wieder ein Blick in das konzentrierte Gesicht des Dirigenten mit faszinierenden Aufnahmen aus insgesamt 4 Kameras, dazu einer außergewöhnlich guten Tonqualität, gelingt hier ein herausragendes Online-Konzert. Nach gut 2 Stunden endet der Abend mit Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Im freudig gespielten Finale hört man den Orchestermitgliedern die befreite Stimmung an. Nach der langen Pause, wenn auch mit gebotenem Sicherheitsabstand, nun endlich wieder zusammen musizieren zu dürfen.